bin im Vorstand der Koordination gegen Bayer gefahren. Die Koordination gegen Bayer gefahren ist ein internationales Netzwerk, das sich seit 35 Jahren mit dem Bayer-Konzern international weltumspannend und rund um die Uhr kritisch auseinandersetzt, den Konzern unter Beobachtung gestellt hat und auch die Hauptversammlung des Konzerns seit 1982 jährlich regelmäßig besucht und dort eben dafür sorgt, dass die Kritik und der Widerstand, der weltweit gegen diesen Konzern vorhanden ist, dass der dort auch auf die Tagesordnung kommt. Der Bayer-Konzern ist ursprünglich ein Chemiekonzern. Das heißt also, alles, was mit Chemie zusammenhängt und alle Kritik, die man also findet, sei es im Lebensmittelbereich, im Pharmabereich, im Agrarbereich, all diese Kritik kann man bei Bayer finden. Bayer ist der weltgrößte Pestizidkonzern zum Beispiel. Und diese Kritik bringen wir dorthin. Mittlerweile gibt es allerdings auch Dinge, die nicht mehr so richtig eng mit der Chemie verwandt sind, wie zum Beispiel Gentechnologie. Bayer ist eben auch Weltführer im Bereich Gentechnologie und auch diese Kritik tragen wir dort. Bayer ist ja Chemieindustrie und die Chemieindustrie gehört zu den größten Stromverbrauchern Deutschlands und vor allem die Kunststoffproduktion frisst sehr viel Energie und also Bayer hat einen Stromverbrauch von 23.000 Gigawattstunden und bezieht immer einen Großteil dieses Stroms aus schmutzigen Quellen, also Kohle macht ein Drittel aus, zwei Drittel sind Gas und entsprechend hoch sind auch die CO2-Emissionen. Also Bayer hat im letzten Jahr, glaube ich, so 8,34 Millionen Tonnen CO2 ausgestoßen. Und das ist auch über Jahre gleich geblieben. Und es gibt überhaupt keine Anstalten vom Konzern, da irgendwie so mehr auf Umweltschutz zu setzen. Our climate, not your business! Our climate, not your business! Our climate, not your business! Das Hopfen und Malz verloren eigentlich. Und noch dazu muss man sagen, dass viel dieser der Kohle gerade aus schmutzigen Quellen kommt, aus Kolumbien, wo die Kohle unter ganz brutalen, mit ganz brutalen Mitteln gefördert wird. Eben. Und da wird die Landbevölkerung vertrieben. Da sind ganz schlimme Arbeitsbedingungen in den Kohlegruben. Die Arbeiter kriegen da Staublunge und werden unter Druck gesetzt, auch von Paramilitärs und Gewerkschafter werden da ermordet. Wie kommt jetzt aus? Bayer ist im 19. Jahrhundert entstanden, 1862 als Chemiefabrik gegründet worden und zwar zur Herstellung von Farbstoffen, von chemischen Farbstoffen, die benötigt wurden, weil die Mechanisierung des Webstuhls die Mengen der produzierten Textilien explodieren hat lassen und dann entsprechend auch die Farbstoffe benötigt wurden und die natürlichen Farbstoffe nicht mehr ausgereicht haben. Das war die Geburtsstunde des Bayer-Konzerns. Er ist mit Farbproduktion eingestiegen. Bis 1890 bereits hat er den Weltmarkt zu 90% erobert gehabt. Aus dieser chemischen Farbstoffproduktion ist hervorgegangen alles, was wir heute an Chemie kennen. Pestizide, die wurden entwickelt im Ersten Weltkrieg als chemische Kampfstoffe und danach vermarktet. Die pharmazeutischen Produkte, die wurden als Nebenprodukte der Farbstoffproduktion entdeckt und dann eben als Medizin vermarktet, in Pillen gepresst und den Leuten als gesundheitsfördernde Medikamente verkauft. Die Nebenwirkungen bei all diesen Dingen haben keine Rolle gespielt. Später kamen dann die synthetischen Kunststoffe dazu, das heißt, dass natürliche Materialien durch Kunststoffe, durch chemisch hergestellte Kunststoffe ersetzt wurden. Und heute, also was heißt heute, auch schon seit 30, 40 Jahren, ist eben die Gentechnologie noch hinzugetreten. Das heißt, dass man an die Wurzeln des Lebens überhaupt herangegangen ist und angefangen hat, das Leben künstlich zu gestalten. Bei all diesen Produktionsbereichen, also Pestizide, pharmazeutische Produkte,
Kunststoffe und jetzt eben gentechnische Stoffe, sind jede Menge Probleme für das Leben auf diesem Planeten, für jeden einzelnen Menschen, für jedes einzelne Lebewesen, aber auch für die gesamten ökologischen und humanen Lebenssysteme insgesamt. Und diese verbinden sich eben mit dem Namen Bayer, weil Bayer einer der weltgrößten Chemiehersteller ist. Und diese Kritik, das fängt an zum Beispiel beim Bienensterben. Warum sterben die Bienen? Die sterben, weil Bayer die Pestizide ausbringt in Massen. Diese Kritik, diese konkrete Kritik tragen wir vor, bündeln sie hier bei der Konzernzentrale, unterstützen den Widerstand in aller Welt, dort wo er auftritt, und bringen ihn eben auch auf die Hauptversammlung zu den Menschen, die letztendlich dafür verantwortlich sind, nämlich die Kapitalgeber, die die Profite wollen. Die sind dafür verantwortlich, die treffen die Entscheidungen und denen sind die Bienen scheißwurscht egal. Die wollen ihren Profit haben und wir konfrontieren sie mit dem Kritik, mit dem Widerstand, beziehungsweise versuchen auch eben mit Überwiderstand und überwiderständige Aktionen zu erzwingen, dass es da eben Umkehr, Abkehr und Änderungen gibt. In Argentinien zum Beispiel spielt die Gentechnik eine ganz große Rolle und der Widerstand gegen Bayer-Gentechnik ist dort sehr, sehr groß, mit Riesenaktionen, mit Landbesetzungen, mit... In Frankreich ist der Widerstand gegen die Bienengifte groß. Dort wurden schon Bayer-Filialen abgefackelt. Also Gebäude, so wie eins hier hinter uns steht, wurde von den Imkern in Brand gesteckt und angezündet, weil eben die Bienenvölker sterben. Also das ist unterschiedlich. In Niederlanden sind die Kühe tot auf den Weiden umgefallen. Die Bauern haben dort auch die Bayer-Zentrale gestürmt und so weiter und so weiter.